Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht heißt unser Thema Glauben. Ich möchte gerne mit euch rund um das Thema Glauben sprechen. Gerne mit Leuten, die ihren Glauben verloren haben oder die einen ganz neuen Glauben gewonnen haben. Dann auch gerne mit Menschen, die sich in ihrem Glauben gefangen fühlen oder die wegen ihres Glaubens vielleicht etwas Besonderes oder Extremes gemacht haben. Und auch gerne mit Leuten, die wegen ihres Glaubens vielleicht schon in sehr große Konflikte geraten sind. Vielleicht wart ihr oder seid ihr auch Mitglied einer Sekte, bewusst und freiwillig, oder vielleicht hat man euch auch in irgendeiner Form da reingezogen und ihr wisst nicht so recht, wie ihr da rauskommen sollt. Also das Thema Glauben heißt das Thema heute Nacht. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer ist der Patrick. Patrick ist 27. Morgen, Patrick. Ja, hallo, Domian. Patrick, Thema Glauben. Genau. Ich weiß nicht so recht, wie ich anfangen soll. Du hast zu dem Thema dich ja gemeldet, genau. Bei mir. Warum? Ja, also weil ich einen relativ ausgefallenen Glauben habe, Ich bin ganz ohr und gespannt. Also ich glaube auf jeden Fall daran, dass es nach dem Tod ein Leben gibt. Das ist nicht so das Allerneueste. Nee, genau. Da glauben sehr viele dran. Genau, aber ich habe mir auch eine Theorie dazu gewusst, dass das auch wirklich so sein muss. Ja. Und zwar, stell dir vor, du bist in einem geschlossenen Raum. Da fliegen ja Millionen von Staubkörnern rum, ne? Mhm. Auf einem Staubkorn leben Milliarden von Bakterien. Ja. So, wir leben auf der Erde, wir sind Milliarden von Menschen. Ja. Das heißt, dass wir zu groß sind, die Bakterien zu sehen, die Bakterien sind zu klein, um uns zu sehen. Verstehe. Das wiederum heißt auch, dass wir zu klein sind, um das Universum zu sehen, und das Universum ist zu groß, um uns zu sehen. Damit hast du den ewigen Kreislauf. Ja. Und, interessante Theorie, dass wir quasi rein theoretisch, dass unsere Erde ein Staubkorn ist, und im Verhältnis zu anderen Größen sind wir kleiner als ein Bakterium. Genau. Ja. Aber da kann man sich aber auch definitiv, ne, auch so ein bisschen die Unendlichkeit vorstellen. Und ist doch völlig klar, dass es da noch was geben muss. Die Bakterien haben ihre eigene Welt. Wenn man die unter dem Mikroskop betrachtet, das ist ja auch wie eine riesige Stadt. Da lebt alles, da bewegt sich alles. Ja. Bei uns ist auch alles nur überdimensional, was sich bewegt. Und da oben, das erkennen wir noch nicht, weil wir zu klein sind. Nur erschließt mir noch nicht, wie du aus dieser Theorie, aus diesem Modell wiederum schließt, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Ja, dann, also ich glaube da halt dran, dass das halt so ist. Ach so. Das ist halt für mich die Erklärung, dass es auf jeden Fall noch was geben muss. Ach so. Ja, das kann man jetzt dann so hinnehmen oder auch nicht. Ja, das ist ja sowieso das bei der Sache, wenn man in diese Richtung glaubt, natürlich. Ist alles richtig oder falsch. Ja. Natürlich ist es bei jeder großen Religion ganz genau so auch, dass man auch sagen kann, naja gut, muss man jetzt mal so hinnehmen oder auch nicht. Viel wichtiger finde ich ja noch so die Frage, wenn du sagst, dass du an ein Leben nach dem Tod glaubst, glaubst du an das Weiterleben deiner Individualität, des Patricks, so wie wir ihn oder wie du ihn kennst? Nein, also das weiß ich nicht so ganz genau. Also ich finde persönlich, dass die Erde relativ kalt und hart ist und auch viel Ungerechtigkeit, das hier herrscht. Ja. Und ich glaube halt für mich, dass es einen Ort geben wird, an dem ich mich auch selber wohlfühle. Also wenn du jetzt an irgendetwas ganz anderes glaubst, ne, wie zum Beispiel an Gott oder wie auch immer, und dass du glaubst, dass du den irgendwann auch sehen wirst, dann wird das wahrscheinlich für dich auch so zutreffen, weil es halt unendlich ist. Und ich denke, dass jeder, egal was für einen Glauben er hat, das bekommen wird, woran er glaubt. Das ist natürlich jetzt eine sehr erweiterte Theorie, dass alles das eintritt, woran man selbst glaubt. Genau, es gibt ja viele Leute, die sagen, nach dem Tod passiert gar nichts, und dann sind die Schotten dicht und dann war es das. Du meinst, die sind dann auch natürlich die Glackmeierten, weil dann nichts mehr passiert, weil die eben nicht daran geglaubt haben. Richtig, genau so sehe ich das. Ja, gut, da kann man sich natürlich ganz, ganz gut einrichten in so einem Weltbild. Hast du denn auch mal an den christlichen Gott geglaubt, an die christliche Lehre? Ja, aber auch nur im Alter von 8 bis 9 Jahren ungefähr, da hat das aufgehört, dass ich an Gott geglaubt habe. 8 bis 9 Jahre, was ist da passiert? Ja, meine Kindheit, die ist halt nicht so rosig verlaufen, und
als ich Gott gebraucht hätte, ne, wo ich da wirklich auch gebetet habe eine Zeit lang und ich gemerkt habe, da kommt einfach nichts, habe ich mir gedacht, so den Gott, so wie man sich das halt erzählt, ne, den kann es nicht geben. Genau, den kann es nicht geben, weil bis jetzt hat er mir halt noch nicht geholfen. Betest du denn jetzt in diesem Glauben, den du hast, gibt es da das Gebet auch? Betest du? Nein, ich bete eigentlich nicht. Ja. Ich weiß für mich halt, ne, dass es diesen Ort geben wird, wenn ich sterbe. Ja. Und solange sitze ich halt hier die Zeit ab und warte, bis ich alt bin und mal irgendwann sterbe. So. Also, eine ganz, ganz beruhigende Perspektive. Es geht ja irgendwie weiter. Es geht schon wigger, ne? Sagen wir ihn können. Man kann ein bisschen draus machen, ne? Ja. Okay, ein bisschen eigenwillig mit der Staubkanne und so und daraus das alles abzuleiten, aber Religionen sind immer eigenwillig. Die ganzen Konstrukte sind eigenwillig. Die einen sind ausgefeilter, die anderen weniger ausgefeilt. Ich finde, man sollte halt einfach daran ein bisschen tolerant sein, ne, was den Glauben betrifft und keinen deswegen verurteilen. Ja. Also ich sag mal, wenn irgendeiner dran glaubt, ne, wenn er die Schuhe von Michael Jordan anhat, dass er dann nicht laufend höher springen kann. Ja, meine Güte, das kann er dann wahrscheinlich auch, weil er halt dran glaubt. Wahrscheinlich wohl dann doch eher nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wahrscheinlich eher doch, weil er halt dran glaubt. Ich glaube, wenn man ne, irgendwo fest dran glaubt und man möchte das halt so, dann wird das auch irgendwie klappen. Ich danke dir für deinen Anruf und deine, ja, die Schilderung deines Glaubens und deiner Weltanschauung. Ich wünsche dir alles Gute, Patrick. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Also, unser Thema heißt heute Glauben. Und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über euren Glauben, ob ihr vielleicht euren Glauben verloren habt oder einen ganz neuen gewonnen habt, ob ihr euch gefangen fühlt in dem Glauben, in dem ihr lebt, in den ihr so hineingeraten seid durch eure Familie oder vielleicht durch einen Ehepartner, wenn ihr vielleicht Mitglied einer sogenannten Sekte seid oder wart und gerne mit mir darüber sprechen wollt. Sehr gerne. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Monika. Monika ist 57 Jahre alt. Hallo, Monika. Hallo? Ja. Ja, spreche ich mit Monika? Ja, Monika. Ja, das ist sehr schön. Grüße dich, Monika. Schön, dass du da bist. Ja. Ja, auch zum Thema Glauben. Ja, ich habe früher geglaubt, aber ich habe leider meinen Glauben 2002 verloren. Warum? Weil ich einen schweren Verkehrsunfall hatte mit meinem Mann, meine Tochter im Auto drinne. Mhm. Kam uns einer verkehrten Richtung auf der Autobahn entgegen. Was kam da entgegen? Ein Geistesfahrer auf der Autobahn entgegen. Ein Geisterfahrer. Ja, ein Geisterfahrer. Wir waren auch nie von Italien nach Deutschland. Mhm. Mein Mann war Italiener, weil mein Vater am Sterben lag. Und da hatten wir den Verkehrsunfall gehabt, dass meine Tochter verstorben. Moment, durch diesen Geisterfahrer ist deine Tochter verstorben? Meine Tochter verstorben. Mein Mann war da 4 Monate in Koma, so wie sie mir das gesagt haben, ist er auch verstorben. Und ich bin nach 5 Monaten wieder aufgewacht. Und es waren beide tot? Ja, und ich habe dadurch Epilepsie bekommen. Und darum habe ich den Glauben total verloren. Warst du denn vorher eine sehr gläubige Frau, eine gläubige Christin? Also ich habe zu Gott gebetet und ich habe Gott auch immer gedankt, wenn es uns so gut gegangen ist. Also ich gehe davon aus, dass du eine Christin warst. Ja. Warst du in der Kirche engagiert? Nein. Aber der Glauben war so vom Herzen her schon, der war schon Familie, da. Ja, der war da. Auch, ich habe immer zu Gott gebetet, früher auch. Wenn irgendwas war, weil wir so viele Kinder waren, habe ich immer gebetet, meine Geschwister abends. Ich habe mit meiner Tochter auch gebetet immer, meine Tochter. Und ich bin auch weil so da irgendwann in Italien gewohnt habe ich da bin ich da oft in der katholischen Kirche gegangen, weil der Gottesdienst so wunderschön war. So, und all das war dann erschüttert oder zerstört durch diesen schweren Verkehrsunfall, wo du dein Kind und deinen Mann verloren hast. Ja. Hast danach habe ich noch an Gott geglaubt, habe gebetet, dass es denen gut geht im Himmel. Und dann kriegte ich meine Epilepsie so schlimm. Und dann habe ich Gott nicht verziehen, weil er mich nicht sterben lassen hat, weil ich einen Selbstmordversuch gemacht habe. Ach so. Und er hat mich nicht sterben lassen. Darum bin ich jetzt. Wie lange ist denn das schon her, dass du versucht hast, dir das Leben zu nehmen? Das war vor jetzt knapp 4 Jahre. Vor 4 Jahren. Ja. Das heißt, du wolltest dir das Leben nehmen, weil du mit dem Unglück nicht mehr... Ich wollte zu meinem Mann und meiner Tochter. Wie hast du denn versucht, dir das Leben zu nehmen? Und Adern aufgeschnitten. Und man hat dich gefunden? Ja, schade, dass man mich gefunden hat. Ich habe schon richtig gemacht. Ja. Ne? Was heißt richtig gemacht? Mal links geschnitten statt quer. Hab ich immer so gehört, wenn welche Selbstmord gemacht haben. Wer hat dich denn gefunden? Mein Bruder.
Hast du das bei dir in der Wohnung getan? Ja. 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 Und der Bruder hatte einen Schlüssel oder wie? Kam der zufällig vorbei oder wie kam das? Nein, meine Geschwister, die haben sich immer Sorgen um mich gemacht. Ach so. Weil ich sehr in eine Wohnung eingeschlossen war wegen meiner Epilepsie. Es gab noch keine Medikamente für mich, also es gab welche, aber die auf meine Epilepsie nicht angesprungen ist. Und wenn ich dann richtig eingestellt war, dann hätte ich auch nach draußen gehen können. Aber ich hatte immer Angst, weil ich habe versucht, nach draußen zu gehen. Mhm. Immer wenn ich einen Anfall draußen bekommen habe, haben die Leute gesagt, ich sei besoffen, haben mir die Tasche geklaut. Ne? Und daraufhin ging das nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ich will sterben. Nichts schöner ist, als wie im Himmel zu sein, habe ich noch gedacht. Ja, jetzt deutest du die Tatsache, dass man dir das Leben gerettet hat, dass dein Bruder dir das Leben gerettet hat. Das nimmst du Gott übel. Das ja genau, weil mein Bruder, der sollte gar nicht bei mir vorbeikommen, denn ich habe alle Geschwister angerufen und abgesichert zu sein, dass keiner zu mir kommt. Man könnte es ja vielleicht auch anders interpretieren, dass Gott oder das Schicksal, wie man es immer auch nennen mag, dir noch weiter das Leben geschenkt hat. Was denn für ein Leben, Nomian? Was für ein Leben? Was hat er mir denn geschenkt für ein Leben jetzt? Ich bin an eine Wohnung gebunden. Ich gehe schon seit jetzt mit knapp 4 Monaten nicht mehr nach draußen. Wie ist denn der Stand der Dinge mit der Epilepsie? Ja, da gehe ich in Begleitung hin. Zum Arzt? Weil ich auch gehbehindert geworden bin. Und da gehe ich in Begleitung hin. Ich bin auch in psychiatrischer Behandlung geblieben. Also das heißt, über 8 Monate in der Psychiatrie, ne? In der geschlossenen. So, das heißt, dass dieses schwere Unglück dich völlig zerbrochen hat. Ja. Du hast gerade gesagt, dass du das Gott übel nimmst. Ja. Das bedeutet ja, dass du noch an ihn glaubst. Oder glaubst du gar nicht mehr dran? Ich glaube, dass es irgendjemand gibt, aber nicht, wenn es einen gibt, warum macht er sowas? Da komme ich nicht mit klar. Hast du irgendwann mal nach dem Unfall ein Gespräch mit einem Geistlichen gesucht? Nein. Ich bin da seit dem Unfall dann auch nicht mehr in die Kirche gegangen. Und wenn einer mir was von Gott erzählen wollte, habe ich immer gesagt, ich möchte da nichts von hören. Und auch mit, so wie ich jetzt leben muss, die Einsamkeit. Ja. Der Trost. Ich hatte eine wunderschöne Tochter. Bitte? Ich hatte eine wunderschöne Tochter. Mein Mann. Nun klingst du auch heute noch sehr verzweifelt. Ja. Wie siehst du denn, du bist ja erst 57, du bist ja keine alte Frau. Nein. Wie siehst du denn so? Du hast keinen Lebensmut, keine Lebensenergie. Gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Wenn einer zum Beispiel, wenn ich mit meinen Geschwistern in Begleitung zum Arzt hingehe, oder vor 1,5 Jahren hat meine Wohnung gebrannt. Da bin ich auch in eine Wohnung umgekippt, war auch schon mal das zweite Mal wieder, wo ich nicht zu meiner Tochter und meinem Mann konnte. Und viele Leute haben dann auch sagen, ich würde das schaffen und ich soll doch mal unter Menschen gehen und das, aber das sagt man so einfach. Glaubst du, Monika, dass dein Mann und deine geliebte Tochter das gewollt hätten, dass du dir das Leben nimmst? Nein. Das glaubst du nicht. Aber ich habe doch nur für die gelebt. Warum soll ich durch dich dann weiterleben? Jetzt denke ich anders drüber. Jetzt fängt das an. Meine Tochter, die wird vielleicht mal Oma geboren. Ja, aber ich sage das ja oft in solchen Fällen. Ich denke es auch wirklich. Privat denke ich das auch, wenn es um ein solches Thema geht. Meinst du nicht, dass der Wunsch oder der Wille des Verstorbenen letztendlich über allem stehen sollte? Nämlich, ich bin sicher, dass deine Tochter schwerst unglücklich wäre, wenn sie sehen würde, wie du dich quälst. Und sie wäre vielleicht auch traurig. Viele haben auch zu mir schon gedacht, Gott bestraft mein Mann und meine Tochter im Himmel, wenn ich nicht mal an Gott glaube. Ja, lass mal die ganze Frage mit dem Gott raus. Ja. Lass uns nur über deinen Mann und deine Tochter reden. Ja. Ich bin sicher, dass deine Tochter dich sehr geliebt hat. Ja. Und dein Mann auch. Ja. So. Und dass diese beiden dir so zugetanen Menschen würden von Herzen wünschen oder wünschen sich auch von Herzen, wo immer sie jetzt sein mögen, dass es dir gut geht und dass du nicht zu traurig bist und dass du dein Leben noch genießt. Das wünschen sie. Aber ich kann es noch nicht.
Hast du dich denn auch schon bemüht ein wenig darum? Ich habe mich bemüht. Ich habe versucht, am Leben wieder teilzunehmen. Mhm. Aber dann kommt die Zeit wieder, wenn Weihnachten ist und so, das Geburtstag, dann schotte ich mich ab. Mhm. Dann brauche ich eine Erholungsphase von Weihnachten mindestens 4-5 Monate. Mhm. Dann ist Sommer, aber auch dass das, ich nicht raus kann. Aber auch das würde deine Tochter nicht wollen, dass du dich abschottest. Die Tochter würde sagen zu dir, Mama, sieh zu, dass du irgendwie wieder ins Leben kommst. Ich wünsche mir das von Herzen für dich. Ich habe es ja auch versucht. Ich beneide ja auch die Leute, die draußen in die Stadt rumlaufen können und alles. Mhm. Ich habe hier meine Wohnung, meine eigene Welt gemacht. Ja. Wahrscheinlich mit vielen Fotos? Nein, gar kein einziges. Kein einziges? Nein, gar kein einziges Foto. Mhm. Aber 5 Katzen habe ich mir angeschafft. Weißt du, Monika, ich habe absoluten Respekt vor deinem Unglück und deiner Trauer. Ja. Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Nein. Vielleicht aber gehört es halt auch zum Leben dazu, dass man auch die Toten loslassen kann. Ja. Und ich glaube, das kannst du noch nicht. Nee, das kann ich noch nicht. Ich habe schon mal versucht, mich irgendwo in einer Gruppe anzumelden, die auch so eine Erfahrung gemacht haben, dass man sich austauschen kann. Ich bin ja nicht die Einzige, die ein Kind verloren hat. Ich glaube ja, wenn es dir ein klein wenig gelänge, loszulassen, dass es dir persönlich dann auch etwas besser ginge. Der Schmerz und der Kummer bleibt natürlich, das ist klar. Mhm. Aber dass ein wenig, ist das Leben ein wenig wieder Chance bekäme bei dir. Ja. Der liebe Gott will dich nicht haben, sonst hätte er dich schon längst geholt. Ja, das sage ich auch. So. Vielleicht wollen auch deine Kinder noch gar nicht, dass dein Mann und deine Tochter, dass du tot bist. So kann man das ja auch, so könnte man es ja auch auslegen. Ja, meine eine Schwester ist sehr, sehr gläubig und die nimmt mir das auch krumm und die redet auch mit mir und sagt, deine Tochter, denk da mal dran, Monika und dein Mann, die sind oben. Mhm. Wenn du dich umbringst und warum du nicht gestorben bist, das ist ein Zeichen von den beiden, dass die dich nicht haben wollen, noch nicht. Vielleicht. Und mein Vater auch nicht. Ich will dir mal sagen, ich nehme dir das nicht krumm. Ich kann das durchaus nachvollziehen, dass man aus einem so großen Schmerz heraus vielleicht auch in solche Gedanken kommt. Mhm. Ich halte das auch für normal und da will ich auch nicht schlecht drüber urteilen. Mhm. Aber es ist ja schon auch ein Zeichen von wem auch immer, dass es nicht gelingt. Ja. Und ich empfinde das als ein positives Zeichen, ein Zeichen der Hoffnung. Mhm. Welches durchaus kommen kann von deinen geliebten Verstorbenen. Mhm. Dass du doch noch ein wenig teilhaben solltest am Leben und auch ein wenig Freude noch mal erleben solltest. Das wäre hundertprozentig der ganz, ganz tiefe Wunsch deiner Tochter und deines Mannes. Mhm. Ja. Liebe Monika, du weißt ja, dass ich immer nur so einen gewissen Zeitrahmen hier habe. Ich möchte aber dich auf keinen Fall jetzt hier so einfach nur verabschieden. Ich möchte, dass du mit Sabine, mit meiner Psychologin, noch eine Weile redest. Ich kann auch gar nicht mehr darüber reden, du mir. Das fällt mir immer noch so schwer. Ja. Ich wollte nur einmal hören, vielleicht mache ich heute auch eine Kerze an und hole ein Foto raus und bete zu Gott. Deine Sendung ist richtig super und ich habe auch schon mal angerufen. Mhm. Aber es ist immer sehr schwer durchzukommen. Ja. Möchtest du? Heißt das, du möchtest nicht mehr zurückgerufen werden? Nein, ich kann auch nicht darüber sprechen im Moment wieder. Jetzt ist zu viel schon wieder. Okay. Danke. Liebe Monika, von Herzen alles Gute und alles Liebe wünsche ich dir. Und Dankeschön. Ja, alles Gute und viel Kraft. Ja, danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Glauben. Ich möchte gerne mit euch über euren Glauben reden, den ihr vielleicht hattet oder habt, indem ihr euch wohlfühlt oder indem ihr euch überhaupt nicht wohlgefühlt habt, der euch vielleicht in große Schwierigkeiten und Konflikte gebracht hat oder der euch auch sehr, sehr geholfen hat. 0800 22 050 50 oder mailt domain@wdr.de. Hier ist Viktor. Viktor ist 29 Jahre alt. Hallo Jürgen. Ja, Viktor, schön, dass du da bist. Hallo. Erstens, es heißt Vitor. Also ohne das Vitor, ich bitte mich. Kein Problem. Was ist das für ein Name, Vitor? Ich komme aus Brasilien, bin in Brasilien geboren. Wie schön. Bin auch sehr, ja, vielleicht erzähle ich das zuerst, ich bin auch sehr katholisch erzogen worden. Seid ihr Brasilianer ja alle?
Ja, genau. In Brasilien ist man, ja genau, das ist quasi die Standard-Einstellung oder so. Also man ist dann katholisch. Meine Großmutter war auch sehr, die mich aufgezogen hat, war auch sehr katholisch. Und ich habe lange Zeit, also war für mich ganz klar, dass es einen Gott gibt. Ne? Ja. Erst so zu Abi-Zeiten, also ich bin dann nach Deutschland gekommen, habe ich angefangen so zu zweifeln. Und inzwischen würde ich mich als Agnostiker bezeichnen. Erklärst du es mal? Also ich kann weder sagen, dass es einen Gott gibt, noch dass es ihn nicht gibt. Mhm. Aber ich Du glaubst nicht an Gott, aber du glaubst auch nicht daran, dass es ihn nicht gibt. Ja, also die Sache ist, ich kann es halt nicht herausfinden und darum versuche ich mein Leben halt so zu leben, dass die Antwort auf diese Frage eigentlich egal ist. Also nach dem Motto, es kann sein. Es kann sein. Es ist aber nicht zu beweisen. Aber ja, das Gegenteil ist eben auch nicht zu beweisen. Richtig, ja. Und deswegen, also sämtliche, also ich weiß nicht, moralische Entscheidungen oder sowas, das ziehe ich mir von irgendwo anders her. Ne? Das ist ein gutes Stichwort. Man kriegt ja durch die Religion, beispielsweise durch die christliche Religion, einen sehr guten Handlungsleitfaden, wie man sich zu benehmen hat. Mhm. Da gibt es die Bergpredigt, da gibt es die 10 Gebote. Mhm. Woher holst du dir deine Normen, deine Werte, deine ethischen Kategorien? Mhm. Ja, gut, ne? Also ich bin ja in einer Gesellschaft groß geworden, also sicherlich wie ich von meinen Mitmenschen einfach geprägt wurde, ne, Erziehung und so weiter, und auch viele einfach Intuitionen. Also ich denke, es ist so, dass der Mensch von Natur aus schon irgendwelche Leitfäden hat, wie er mit anderen Menschen zu interagieren hat, umzugehen hat. Interessante These. Bitte? Interessante These. Ja, das heißt, die Moral oder die Ethik ist... Dafür gibt es auch Evidenz, ne? Dafür gibt es ja dann auch Beweise. Also da gibt es ja auch eine ganze Forschung dahinter. Mittlerweile, ja. Dass eine gewisse Ethik angeboren ist, aber... Also das ist teils angeboren und teils ist sicherlich erzogen. Und dann gibt es natürlich auch immer noch Kant. Also ich füge anderen Leuten nicht Sachen zu, die du selber nicht erleben willst. Mhm. Ne? Und damit kommt man, glaube ich, dann auch ganz gut durch. Mhm. Definitiv, ja, ich erzähl weiter. Ja, ich promoviere zurzeit in Sheffield im Norden England und wollte eigentlich darüber sprechen, wie die Kirche hier, also wie groß der Einfluss der Kirche hier in diesem Teil Englands ist. Achso, du rufst gar nicht aus Deutschland an im Moment. Nein, ich rufe gar nicht aus Deutschland an. Und worin promovierst du? Psycholinguistik. Das ist im Grunde, was passiert im Gehirn, wenn man Sprache lernt oder Sprache versteht oder produziert. So, und da, wo du jetzt gerade studierst und wo du lebst, ist man sehr gläubig. Da ist, also ich weiß gar nicht, im Süden Englands ist das, glaube ich, nicht so, aber hier zumindest sind sehr viele Leute gläubig und ich habe auch mit sehr vielen gläubigen Leuten zu tun, auch an der Uni, was sehr überraschend ist, denn ich habe vorher in Düsseldorf mein Magister gemacht und da war das halt komplett anders. Ja. Ist das für dich angenehm oder ist es für dich befremdlich? Führt das gar zu Konflikten? Also auf so einer menschlichen Ebene ist es okay, ja. Mhm. Also ich bin kein großer Freund von dieser ganzen Sache, weil ich auch denke, dass der Glaube auch ein bisschen dazu führt, dass man ganz unkritisch über bestimmte Sachen nachdenkt oder eher nicht darüber nachdenkt. Mhm. Weil Glaube ja, zum Glaube gehört ja, dass man Sachen akzeptiert, ohne wirklich sich kritisch damit wirklich auseinanderzusetzen. Zumindest bei vielen Leuten habe ich das Gefühl. Es kann sein, dass es... vielleicht kann man nicht verallgemeinern, es gibt auch sehr... Genau, ich möchte nicht verallgemeinern, aber... Fühlst du dich jetzt in dieser Gruppierung, in der du da zurzeit bist, wohl? Wie gesagt, vom Menschlichen her ja. Ich unterrichte aber auch wissenschaftliche Methoden. Ja. Und das ist dann ein bisschen kompliziert. Also viele Beispiele kommen zum Beispiel aus der Evolutionstheorie. Ja. Verstehe. Und dann gibt es sofort Konter und auch Kritik und so weiter. Die Studenten können dann immer so Feedbackbögen am Ende des Semesters einreichen, wie die es fanden und so. Und das ist dann ganz oft Kritik, wenn man irgendwas mit Evolution gebracht hat. Dann ist es aber sehr, ich will mal sagen, sehr fundamentalistisch, wie man dort glaubt und denkt. Ist so. Ja, das würde ich auch so sagen. Ja. Es gibt manche Sachen, die sind, also das hat mich auch sehr überrascht. Denn ich dachte, in den Staaten oder so, da hört man ja die Geschichten, in manchen
Bundesländern, in den Staaten, aber nicht in England, habe ich gedacht. Mhm. Ja. Aber es ist tatsächlich so. Und okay, ich würde gerne dich nochmal zu deiner Person noch was fragen. Ja. Als du bist, wie du gerade erzählt hast, in Brasilien sehr streng, traditionell katholisch erzogen worden. Mhm. Kannst du noch den Moment beschreiben oder die Zeitphase und was da in den Gedanken vorgegangen ist, als du von diesem Glauben abgekommen bist und warum? Ja, das ist nicht ein Augenblick, aber das ging über mehrere Jahre. Also ich bin lange Zeit auch wirklich gezwungen worden, in die Kirche zu gehen, das alles dadurch hatte das Ganze sowieso schon so ein bisschen so negativen Beigeschmack. Ja. Mhm. Und irgendwann, ich erinnere mich nur an deinen ersten Anrufer, der dann so eine Theorie aufgebaut hatte. Und ich habe halt auch meine eigene Philosophie und denke halt, dass alles sehr deterministisch ist. Also sprich, wir haben eigentlich keine Entscheidung und alles passiert nach irgendwelchen physikalischen, chemischen Regeln. Also dein Abkommen, sage ich mal, von der Religion, war ja ein Produkt logischer und analytischer Prozesse, Nachdenken. Das kann man, ja genau. Also an irgendeinem Punkt habe ich gesagt, dass so kann es ja nicht sein, der auf unsere Gebete hört und so weiter und dann irgendwie eingreift. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Ja. Wie stehst du zum Thema Tod? Hast du Angst vor dem Tod? Ich habe Angst vor dem Tod, weil ich einfach das meiste aus meinem Leben irgendwie machen will. Also ich fände es unglaublich schade, wenn es dann vorbei wäre. Wie also siehst du den Tod? Was meinst du, wie ich mir den vorstelle? Ja, ist Stecker raus und vorbei? Ja, also... Ist nicht so tröstlich, ne? Das heißt, da muss man sich schon am Riemen reißen, dass man ordentlich und intensiv lebt. Genau. Das, ja. Da gibt es dann schon so einen gewissen Druck. Ja, verstehe. Aber auf der anderen Seite, weiß ich nicht, kann es vielleicht auch sein, dass man bestimmte Sachen intensiver wahrnimmt, wenn man irgendwie weiß, durchaus, danach kommt halt nichts. Man kann halt nicht vergleichen, also ich weiß halt nicht, wie ich darüber nachgedacht habe, als ich klein war. Ne? Aber So, jetzt wüsste ich gerne zum Schluss noch, was man mit Psycholinguistik, was macht man da vom Beruf? Man wird Psycholinguist. Und was also man bleibt im Grunde in der Forschung. Also ach so, es gibt so viel Grundlagenforschung, also zurzeit. Du bleibst an einer Universität dann. Ja, genau. Also im Grunde kann man sich vorstellen, dass das so ein bisschen in Computertheorie übergeht, also Maschinen quasi das Sprechen beibringen. Man kann auch gucken, dass man irgendwelche Krankheiten heilt, also hat auch viel mit dem Gehirn halt zu tun. Sehr spezieller. Aber noch nicht so weit. Ja, sehr, sehr spezieller Forschungszweig, ne? Ja, macht aber unglaublich viel Spaß. Das glaube ich. Lieber Vitor, vielen Dank für deinen Anruf und deine Einschätzung und schöne Grüße nach England von hier aus. Gut, alles klar, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer zum Thema Glauben. Wenn ihr euch auch gerne mit mir darüber unterhalten wollt, dann meldet euch. Und hier ist Wolfgang und Wolfgang ist 54 Jahre alt. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Domian. Hallo Wolfgang. Schön, dass du da bist. Wie ist es lieber? Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt gerade den Ton im Fernseher abgeschaltet. Ja. Seh dich nur. Ja. Also, zum Thema Glauben. Zum Thema Glauben. Also, ich wollte was Positives zum Thema Glauben sagen, weil ich ja in meiner frühen Jugend, okay, ich bin nicht 54, knapp 54, ich habe früher mitgearbeitet oder als Mitglied in der Jugendorganisation des Opus Dei. Und das Opus Dei ist ja durchaus ich sehe es an deinem Blick gerade im Fernsehen, nicht unbedingt immer sehr positiv, aber ich habe positive Erlebnisse. Vielleicht erklären wir es kurz, das ist eine Gruppierung der katholischen Kirche. Ja. Die, ich glaube, ansässig sogar hier in Köln ist, ne? Das unter anderem. Unter anderem. Ja, klar. Ich komme aus Bonn. Ja. Oder zu der Zeit zumindest, wo ich dort dabei war. Ja. Und da hat es halt nicht nur in Stopp. Ich würde dich bitten. Stopp. Ich würde dich bitten. Stopp. Wolfgang. Organisation gegeben. Ja. Ich möchte dich bitten, den Ton ganz abzuschalten von dem Fernseher, okay. Sonst haben wir Kuddelmuddel. Und diese Organisation steht so im Ruf, erzkonservativ zu sein, fast schon etwas Geheimbündlerisches zu haben. Eben, deswegen rufe ich an, weil ich dort seit vielen Jahren ausgetreten bin, auch aus der katholischen Kirche ausgetreten bin, wollte ich meine positiven Erlebnisse einfach mal. Ja, finde ich sehr interessant. Du bist als junger Mann dort eingetreten. Richten und zumal ja eben eine junge Frau mit das Thema Verkehrsunfall, da gehört habe, jetzt genau
und daraufhin gesagt hat, ich verliere den Glauben. Ja, du bist als junger Mann eingetreten. Ich bin als junger Mann eingetreten mit einer ganz profanen Geschichte. Ich war saumäßig schlechter Schüler und da wurde Nachhilfeangebot gemacht. Mhm. Vom Opus so. Dei? Vom Opus Dei. Ach so, das machen die auch. Sehr geschickt, da kann man natürlich die jungen Leute ködern. Ködern, kann man die gewinnen, kann sie formen, kann sie aber auch positiv formen. Und für mich war es eine positive Formung. Was war positiv dort? Für mich war positiv, ich habe Gemeinschaft gelernt. Ich habe gelernt, mit anderen mich auf einem ganz normalen Niveau auseinanderzusetzen im Gespräch. Mhm. Ich hatte Begleitung, ich hatte Betreuung, ich hatte die Möglichkeit, meine eigenen Probleme, so wie es in dieser Sendung möglich ist, dann aber als 16-, 17-Jähriger zu erfahren mit anderen jungen Menschen, die gerade etwas älter waren, die Anfang waren, mittendrin im Studium vielleicht waren, die Theologie studiert haben, die aber auch Mathematik studiert haben, oder für ganz normale Berufe. Es gab dann so regelmäßige Gruppentreffen und man hat wöchentliche Gruppentreffen, wo man Diskussionsabende und so unterhalten hat, wo man Nachhilfe hatte, wo man Fußball gespielt hat am Samstag, wo man gemeinsam in Osterferien, Sommerferien nach Deutschland, irgendwo ins Ausland gemeinsam gefahren ist und halt auch gemeinsam alles Aber die Bewertung, dass diese Gruppierung sehr, sehr, sehr konservativ ist, die ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Wie hast du dieses Konservative damals bemerkt oder hast du es gar nicht bemerkt? Ich habe es insofern bemerkt, dass man auf bestimmte Werte, ich habe das damals noch nicht gewusst, dass es Werte sein können. Mhm. Auf Werte etwas, nicht zurückgeführt, sondern etwas auf Werte hingeführt hat. Zum Beispiel? Das ist die sogenannte Heiligung der Arbeit. Das ist also so einer dieser mystischen Begriffe, die man mit dem Opus Dei auch verbindet. Mhm. Dass man mit der alltäglichen Arbeit, so wie Sie Ihre Arbeit zwischen 1 und 2 in der Nacht für den Menschen machen, nur dass wir auch damals schon gelernt haben, die Arbeit, die wir mal irgendwann, wir waren ja damals noch Schüler, die wir irgendwann mal aufgreifen, dass die auch der Gemeinschaft dient. Was ja kein schlechter Gedanke ist. Genau so habe ich es damals empfunden und empfinde ich es heute noch. Ja. Deswegen habe ich manchmal so meine Probleme, wenn man so Opus Dei etwas mystisch und sektenartig darstellt. Jetzt hast du aber gerade... Das jetzt heute so sein, aber mir hat es viel gebracht. Jetzt hast du... in meinem Leben, in meinem Beruf, in meiner Familie, also ich bin seit jetzt 20 Jahren verheiratet, das bringt mir viel. Jetzt hast du aber gerade gesagt, ich glaube, wir verstehen, wir reden übereinander wieder. Ich möchte ganz normal mein Leben führen. Wolfgang, jetzt hast du aber gerade gesagt, dass du heute nicht mehr dem Opus Dei angehörst und auch nicht mehr der katholischen Kirche. Ja, das hat Warum? Zwei Gründe. Opus Dei Austritt hat damit zu tun, dass möglicherweise durch einen individuellen Fehler eines Einzelnen, der sich mit mir unterhalten hat, ich als 19-Jähriger gefragt wurde oder vor die Entscheidung sogar gestellt wurde, möchtest du im Opus Dei dann auch in der Erwachsenenorganisation bleiben? Dann musst du dich entscheiden, ob du dich für das Opus Dei oder für eine Ehe entscheidest, obwohl es auch viele gibt, die verheiratet sind, die auch viele Kinder haben und Mitglied im Opus Dei sind. Aber wie gesagt, deswegen war das möglicherweise der individuelle Fehler eines Einzelnen. Und da war das für dich klar, das willst du nicht? Das wollte ich zu dem Zeitpunkt nicht entscheiden. Als 19-Jähriger wollte ich nicht entscheiden, ewiges Zölibat als Laie. Ja. Ich nicht, ganz klar. Ja. So, und Austritt aus der katholischen Kirche, auch ganz klar, habe ich eben schon deinen Mitarbeitern gesagt, das ist die Enttäuschung des letzten Papstes, nicht des jetzigen, der ist ja auch sehr konservativ, aber der Vorgänger von ihm, der schien ja weniger konservativ zu sein. Ich habe damals mit auch gelernt, das Neue Testament zu lesen. Und da habe ich nichts von Zölibat gelesen. Ja. Also wir sprechen mal über ein katholischer Priester zölibatär leben. Sehe ich nicht. Aus der katholischen Glaubenslehre heraus, aus der christlichen Glaubenslehre heraus. Also das war ein Kritikpunkt. Ja. Du sprichst von Johannes Paul. Ja. Ja. Was war noch? War das der einzige Punkt, weswegen du gesagt hast? Das war letztlich der entscheidende Punkt. Das war der entscheidende Punkt. Meine Frau und ich gesagt haben, wir sind einfach von dem Papst, wo wir dachten, da kommt etwas Neues in die katholische Kirche. Ja. Da kommt Bewegung.
das war der Punkt gewesen. Mhm. Wir haben die Bewegung, die fortschrittliche Bewegung nicht gesehen und leider mit dem jetzigen Papst ja auch nicht. Ja. Aber bist du denn heute, bist du Glauben sagen, man soll sich vielleicht loslösen von in Deutschland von katholisch oder evangelisch, mhm. sondern man soll sich auf christlich, auf Nächstenliebe. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Das heißt, du bist Christ, bist du noch? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich ein Christ bin. Aber es kam nie so für dich in Betracht, dass du dich der evangelischen Kirche anschließt. Nein. Nee. Nein, nicht mehr. Nein, wenn ich mal aus einer Organisation, sei es einer kirchlichen oder einer anderen, austrete, dann werde ich nicht einer anderen mich anschließen, sondern dann werde ich versuchen, meine Überzeugung dann unabhängig vielleicht zu leben. Ja. Deswegen, ich sehe ab und zu mal diese Sendung, nicht regelmäßig, mhm. aber ab und an schalte ich mal ein, wenn mir danach ist. Mhm. Ne? Einfach, mhm. wenn ich Spaß dran habe und denke, jetzt möchtest du mal zuhören. Mhm. Und vielleicht gibt es auch mal einen Punkt, wo man sich mit einbringen kann, auch versuchen, positiv einzubringen. Und das hast du jetzt getan. Danke. Und dafür danke ich dir sehr herzlich. Herzlich, danke ich auch. Und wünsche alles Gute. Ich wünsche auch allen, dass man auch das Positive erlebt. Das ist ein sehr, sehr netter und sehr richtiger Wunsch. Alles Gute, Wolfgang. Danke auch. Auf Wiederhören. Weiter geht es mit der Petra. Und Petra ist 38 Jahre. Hallo Petra. Ja, hallo Jürgen. Hallo Petra. Bist du eine gläubige Frau? Ja. Ja. Was glaubst du? An was oder an wen glaubst du? Ich glaube christlich. Also ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus Christus und gut, mit dem Heiligen Geist tue ich mich manchmal ein bisschen schwer. Ist ja auch alles ein bisschen kompliziert zu erklären mit der Dreifaltigkeit und sowas. Ja, die kam auch eigentlich erst später. Also. Ja. Bist du in einer Kirche engagiert? Ja, ich engagiere mich in der evangelischen Kirche und bin dort auch ab und zu auf der Kanzel anzutreffen. Ach, du bist Pastorin? Nein, bin ich nicht. Ich bin Laienpredigerin. Ah. Lektorin heißt das. Wie heißt das? Lektorin. Lektorin. Mhm. Ah ja. Kannst du mir erzählen, ob du dein ganzes Leben schon Christin, evangelische Christin warst, oder gab es irgendwann einen Punkt, der dich dahin geführt hat? Ich habe früher als Kind mit ihm gehadert. Da habe ich überhaupt keinen Bezug zu ihm gehabt. Das heißt, nein, ich habe eigentlich immer mit ihm geredet. Und immer mit ihm geredet in dem Sinne, wenn es dich gibt, dann zeig dich doch. Mhm. Warum bist du nicht in meinem Leben da? Mhm. Und ich habe das auch sehr vermisst. Das habe ich auch immer wieder in Gebeten vielleicht, würde ich sagen, so als ich Jugendlicher war, ihm auch gesagt, wenn du doch nur da sein könntest, dann würde für mich vieles leichter sein. Aber ich kann dich in meinem Leben nicht finden. Aber du hast ihn irgendwann gefunden. Das kam dann mit dem Tod meines Vaters. Wie alt warst du da? Da war ich 25. Mhm. Und das war sehr schwierig, weil es meiner Mutter sehr schlecht danach ging und ich mir auch große Sorgen gemacht habe um sie, ob sie ihn weiterlebt oder nicht. Und dann habe ich eigentlich angefangen, irgendwann meinen Alltag meinem Vater im Himmel zu erzählen. Mhm. Und irgendwann habe ich gemerkt, ob ich jetzt was meinem Vater erzähle oder diesem Gott, der irgendwie unser aller Vater sein soll, ist doch eigentlich egal. Ein bisschen so durch diesen Stellvertreter meines eigenen Vaters, der nicht mehr da war, zu dem ich geredet habe, habe ich dann eigentlich angefangen, so den Weg zu Gott zu finden. Das ist ja interessant. Das heißt, durch den Tod deines Vaters, hast du deinen Glauben gefunden. Mhm. Ganz im Gegensatz zu Monika vorhin, ich weiß nicht, ob du mitgehört hast, die ihren Glauben durch den Tod ihrer Tochter und ihres Mannes verloren hat. Ja. Du bist Laienpredigerin. Das heißt, du beschäftigst dich sehr viel mit den Schriften und du hältst Andachten und so weiter. Du führst wahrscheinlich auch viele Gespräche mit Gläubigen. Was würdest du denn einem Menschen wie Monika, die vorhin angerufen hat, sagen, die sagt, wieso kann dieser Gott mir so ein Leid antun? Was würdest du ihr aus christlicher Warte heraus antworten? Das ist genau das, was ich bei Gott auch nicht verstehen kann. Ich kann nicht verstehen, warum er Menschen Leid antut. Warum sterben Kinder? Ich glaube, das ist keine Antwort, die man in Gott finden kann. Warum werden Menschen schwerst behindert geboren? Die Frage ist, wenn diese Menschen schwerst behindert geboren werden, sind sie deshalb weniger glücklich? Das ist ja erstmal gar nicht die Frage. Sondern ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass man nicht alle Antworten in Gott finden kann. Sondern worin findet man sie? Ich glaube, es gibt... Also meine Theorie des Lebens ist, dass wir Menschen geboren werden und haben einen Auftrag. Einen Auftrag, den wir in unserem Leben erfüllen müssen.
Aber macht man das sich denn als gläubiger Christ nicht leicht in dem oder sehr einfach, indem man alles, was schlimm ist und was grauenhaft ist und wofür man keine Erklärung findet, was man auch nicht einordnen kann in den liebenden, unter den liebenden Gott, dass man einfach sagt, das kann man als Mensch nicht verstehen? Macht man es sich da nicht sehr einfach? Ich glaube, dass wir Gott nicht für alles verantwortlich machen können. Wen denn sonst? Uns Menschen vielleicht auch. Was kann der Schwerstbehinderte dafür, dass er schwerstbehindert geboren wird? Der Schwerstbehinderte vielleicht nicht, aber vielleicht kann unsere Umwelt etwas dafür. Vielleicht können wir Menschen etwas dafür, indem wir mit unserer Umwelt, mit der Schöpfung auch nicht gut umgehen. Hm. Und warum hat Gott uns so gemacht, dass wir damit nicht umgehen können? Er hätte es doch viel einfacher haben können. Sicher. Warum hat Gott uns Menschen die Wut gegeben? Warum hat Gott uns Menschen den Hass gegeben? Mhm. Warum? Warum hat er uns den Neid gegeben? Mhm. Ich weiß es nicht. Ich denke, es ist auch so ein bisschen dieses, dass wir gucken müssen, mit dem, was wir haben, an Fähigkeiten gut umzugehen. Und ein Stück ist Neid natürlich etwas Schlechtes. Mhm. Aber ist das nicht so ein Charakteristikum von vielen Religionen, dass man sich das alles irgendwie so zusammenbaut, so als Theorie, wie es, und man weiß es ja alles nicht. Man weiß es nicht, nein. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob mein Glaube jetzt wirklich so ist, wie in der evangelischen Kirche überall vertreten. Ich denke, ich glaube ganz anders, als zum Beispiel unser Pastor glaubt. Du wirst von dir aus schon sagen, dass du eine tiefgläubige Frau bist. Doch, würde ich schon sagen. Würdest du andere auch davon überzeugen wollen? Nein, wollen nicht. Mhm. Also ich denke... Entschuldigung, das muss ich gleich mal sagen, das finde ich sehr sympathisch. Ich finde immer unsympathisch, muss ich auch ehrlich sagen, wenn Leute anfangen, mich missionieren zu wollen. Nee, das finde ich auch ganz schrecklich. Ich habe hohen Respekt vor den Religionen, beispielsweise dem Buddhismus, der nie missioniert hat. Ja. Und mir ist es immer suspekt, wenn mir Leute irgendwie ihre Erkenntnis, ihren Glauben aufreden wollen. Ich finde, das muss man selbst erfahren. Hm. Und dann habe ich da auch wirklich Respekt vor. Wenn du das jetzt so sagst, dann habe ich da Respekt vor. Auch wenn das vielleicht nicht meine Auffassung ist und wenn es mit meiner Logik nicht übereinkommt. Aber ich spüre, dass es für dich eine ganz tiefe, auch im Irrationalen verwurzeltes Gefühl ist. Also muss man das respektieren. Hm. Also ich unterhalte mich zum Beispiel auch gerne mit Menschen, die eben sagen, ich glaube überhaupt nicht. Hm. Hm. Weil ich finde das auch... spannend zu gucken, wie viele Parallelen es trotzdem eigentlich zu mir gibt. Ich sage, ich bin gläubig. Hast du dir auch Gedanken darüber gemacht? Ich meine, das macht man ja auch, wenn man sich mit einer Religion auseinandersetzt, dass man irgendwann an den Punkt kommt, Mensch, warum bin ich jetzt eigentlich bei dieser Religion? Warum glaube ich, dass die richtige ist? Vielleicht ist der Hinduismus das Richtige oder der Buddhismus oder der Islam. Ich weiß nicht, ob meine Religion richtig ist. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich... für mich im Christentum das wiederfinde, was ich letztendlich auch an Werten um mich herum habe, dadurch, dass ich in diesem Land lebe, was eben einfach eher ein christliches Land ist. Ja, ja. Könntest du sagen, was so die Essenz, das Allerwichtigste für dich ist, in deinem Glauben, auch als Christin? Für mich sind es eigentlich zwei Dinge. Das eine ist eben die Liebe. Zu sagen, ich werde geliebt, zumindest von Gott. Und weil ich diese Liebe empfangen darf, kann ich auch jedem Menschen mit Liebe begegnen. Mhm. Ob ich diesen Menschen mag oder nicht, trotzdem muss ich oder bemühe ich mich auch, jedem Menschen eine Liebe entgegenzubringen. Mhm. Ja. Das ist für mich das eine, das ist aber so dieses Abgelullerte auch, ne, dieses Typische. Und das zweite ist für mich diese Geschichte mit den Gaben. Ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Leben Gaben mitbekommen hat und diese Gaben auch einsetzen sollte. Mhm. In seinem Leben und mit seinem Leben. Das heißt, der eine kann die eine Sache gut und das soll er einbringen und der andere kann eben eine andere Sache gut und die soll er einbringen. Mhm. Aber nicht nur zu seinem eigenen Vorteil oder sonst was, sondern auch zum Nutzen von allen. Nicht vielleicht gerade so eine ganz typisch christliche Haltung, sondern die würden viele Leute so unterschreiben. Natürlich, klar. Mhm. Glaubst du an deinen Gott, an einen auch zornigen Gott, einen Gott, der straft? Ich denke, dass Gott viele Facetten hat. Und ich glaube auch, dass er auch ein Gott ist, der auch zornig ist. Mhm. Ansonsten würde ich zum Beispiel die Geschichte mit der Sintflut, das sagt mir ganz deutlich, da ist ein zorniger Gott, der die Menschen vernichten will, der einfach enttäuscht ist. Vielleicht waren das auch einfach... So habe ich den Menschen nicht gedacht. Und, vielleicht haben sich das auch einfach nur damals die Leute so ausgedacht, Ja, ich denke schon, dass viele Geschichten
Geschichten aus dem Alten Testament natürlich auch bestimmte Dinge erklären wollen, ganz klar. Aber ich denke, es erklärt auch ein Stück einen Gott, der auch zornig sein kann auf die Menschen. Ich glaube aber auch, ist aber sehr wenig göttlich, ne? Ist doch irgendwie eher menschlich als denn göttlich. Ich glaube auch, dass Gott auch ganz schön menschlich ist. Dass auch ein Gott einfach mal sagt, Mensch, warum baut der ständig Scheiße und solche Geschichten. Ich war, Petra, vielleicht weißt du das, ich habe das ja einige Mal schon auch öffentlich erzählt, dass ich früher auch lange Jahre ein sehr aktiver Christ war. Und als ich dann davon abgekommen bin, war unter anderem ein Grund lag unter anderem darin, dass ich einfach keinen fordernden Gott haben wollte. Ein Gott, der sagt, du sollst dieses, du sollst jenes und wenn du das machst, dann kriegst du das. Ich habe damals immer so gesagt, ich möchte einen Gott, der sagt, ich liebe dich, aber was geht es dich an? Das wäre für mich ein Gott. Obwohl, das ist eigentlich auch mein Gottesbild. Also in diesen 10 Geboten lesen wir immer, du sollst nicht, du sollst dieses nicht, du sollst jenes nicht, sondern du sollst das tun. Ich würde es eher als eine Möglichkeit eines Angebotes sehen. Du brauchst auch nicht. Du brauchst nicht fremdgehen, du brauchst nicht neidisch sein, du brauchst das alles nicht, weil du hast das eigentlich gar nicht nötig, Mensch, weil du bist eigentlich so, wie du bist du in Ordnung. Als sich dann meine kritische Phase beruhigt hat, kam ich dann dazu, dass ich dann doch viele Dinge wieder im Christentum gesehen habe, die mich sehr beeindrucken. Und was ich bis heute also spektakulär finde, ist wirklich die Aufforderung zur Feindesliebe. Zunächst einmal die Aufforderung, deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst und auch noch deinen Feind zu lieben. Das ist schon ein großes ethisches Fundament, wenn man darauf es schafft zu leben. Und deshalb habe ich auch hohen Respekt vor der Grundanschauung dieser Religion. Wir könnten uns sicher noch sehr lange unterhalten, Petra. Sehr, sehr nett mit dir. Ja, ich habe ja eigentlich auch aus einem ganz anderen Grund angefangen. Ja, dann sag's doch bitte noch. Also ich stehe ja nur als Lektorin auf der Kanzel und was mein Problem ist, ist, dass ich nicht weiß, ob ich dort weiter stehen soll, weil ich nicht weiß, ob mein Glaube ausreicht. Hast du denn Zweifel manchmal, wenn du da stehst und sprichst, dass der Glaube nicht stark genug ist für das, was du ausdrücken möchtest? Wenn ich einen Gottesdienst gestalte, dann gefällt er allen Leuten sehr gut. Es ist auch immer alles ganz super gut durchdacht. Es gibt einen roten Faden, alle sind begeistert. Das, was ich predige, dazu stehe ich auch hundertprozentig. Ich habe eben auch meine Probleme mit diesen christlichen Werten, die ja allesamt sehr schön sind. Ich kann manchmal nicht meine Feinde lieben. Ich habe manchmal die Wut im Bauch, wenn mir jemand umkommt. Ich bin auch manchmal einfach sauer auf Menschen. Ich kann auch bestimmte Menschen nicht einfach so annehmen, wie sie sind. Aber das wird ja kein Christ übel nehmen. Solange du darum ringst immer wieder, bist du ja im Bereich der christlichen Lehre. Ja. Ich frage mich nur gerade, was treibt einen Menschen an, zu predigen? Ich weiß es nicht. Es ist einfach, ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ja. Sehr christlich. Maria ging es ja damals auch. Jetzt mal unter uns beiden. Ich sitze hier vor der Kamera und vor einem Mikrofon und habe die Assoziation. Ist es auch für dich ein bisschen Bestätigung, dass du vor vielen Menschen was machst? Und ist es auch eine Eitelkeitsbefriedigung? Ich denke, auch das spielt mit einer Rolle. Und auch das ist so für mich diese Frage, ist es eben nur diese Eitelkeit? Ist es eben nur dieses, halt einen schönen Event zu gestalten in Form eines Gottesdienstes, nach dem Motto, prima, hat geklappt, mein Konzept ist aufgegangen? Oder ist es eben wirklich, kommt es aus mir heraus und aus meinem Glauben heraus? Kann ich jetzt schwer beurteilen. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich war nur, um das ganz abschließend noch zu erzählen, in meiner wirklich, ich sage auch fundamentalistischen Zeit als Christ, als christlicher Jugendlicher, habe ich in Gummersbach Flugblätter vor der Kirche Flugblätter verteilt nach dem Gottesdienst und habe die Gläubigen beschimpft, dass sie nur aus Tradition jeden Sonntag in die Kirche gehen und nicht, weil sie mit dem Herzen dabei sind. Ja. Und ich wollte einfach, dass die wirklich mit vollem Herzen da sind und nicht nur ihre Pelzmäntel da ausführten.
Also, liebe Petra, ich muss es leider abbrechen, weil uns läuft die Zeit davon. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, je nachdem, wie du dich auch entscheidest. Und ich habe mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Danke. Gebe ich gern zurück dieses Kompliment und du machst eine wirklich tolle Sendung. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Mhm. 0800 220 50 50, unser Thema heute Nacht Glauben, und ich bin verbunden mit Burkhard, und Burkhard ist 42. Hallo Burkhard. Ja, hallo Domian. Ja, Burkhard, auch zum Thema Glauben. Ja, Domian, ich habe jetzt den letzten Rest von deinem Gespräch gerade mitbekommen und sehe da Parallelen von mir zu dir. Also ich habe jetzt nicht vor der Kirche gestanden und Faltblätter verteilt, aber das war halt eine Diskussion in der Familie. Ich komme aus dem Münsterland und der Münsterländer Katholizismus ist da sehr konservativ. Ja. Wo ich im Prinzip dann, ich sag mal, wie die meisten in der Pubertät dann halt eine gewisse Opposition entwickelt habe und gesagt, nee, also jeden Sonntag zur Kirche rennen, das ist es nicht. Mhm. Und mich hat halt gestört, dass die meisten Leute praktisch ihren Verstand zu Hause lassen. Mhm. So, die gehen zur Kirche, weil es ihnen gesagt wurde. Mhm. Gut. Weil es eine gesellschaftliche Tradition war oder eben ist. Oft auch noch ist. Und wenn ich mir heute, ich habe mir letztens mal nach längerer Zeit mal wieder einen Vortrag angehört, hier im Pfarrheim, wo ich mir gedacht habe, Mensch, die meisten Leute, die da sitzen, vielleicht tue ich da jetzt einigen Unrecht, aber die meisten Leute, die da sitzen, die verstehen jetzt gar nichts. Die gehen dahin, weil das eben angeschlagen wurde am schwarzen Brett, und da sitzt oben, die meinen, da oben sitzt jemand, der hat ein Vokabelheft und macht einen Strich dahinter. Ja, Herr Müller war in der Kirche und Frau Meier war in der Kirche. Also so wird läuft das ganz bestimmt nicht. Der liebe Gott ist nicht katholisch. So. Wer weiß es. Ja, ich weiß es auch nicht, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Ja. Ich tendiere auch dazu, das zu glauben, ja. Ich habe mal eine Freundin besucht, die war eine Zeit lang in einer Gemeinschaft, die, ich sag mal, irgendwie ökomäßig orientiert war, und das gehörte zur Universität Hannover, wenn ich das richtig mich erinnere, in Steierberg bei Hannover. Mhm. Dort habe ich eine Kapelle gesehen, wo ich gesagt habe, das ist jetzt mal ein Altar, den kann ich wirklich für voll nehmen. Mhm. Sprich, das war ein Altar, wo Fotos waren von, ich sag jetzt mal, den weisen Menschen der Welt. Mhm. So, angefangen von Jesus, über Mohammed, über Buddha, über XYZ, einige, die ich nur vom Gesicht kannte, aus irgendwelchen Esoterik-Zeitschriften mal gesehen, wo ich jetzt die Namen nicht weiß, die meisten natürlich auch aus der indischen Richtung, aber auch Weise wie, ich sag mal, Mahatma Gandhi. Das war jetzt kein religiöser Führer, aber im Prinzip war Mahatma Gandhi genauso gut Christ wie Buddhist, wie Hindu, wie sonst was. Wenn du, meine Überzeugung ist, und da will ich jetzt keine Religion niedermachen, sondern wenn man mal sieht, in welcher Zeit welche Religion entstanden ist und wo die entstanden ist. Wenn man da jetzt mal das ganze Kulturelle wegstreicht, das ganze Politische, was ja auch ganz, ganz erheblich ist, besonders in der Bibel, wenn man das wegstreicht und sich dann auf das Elementare konzentriert, kannst du alles in einen Topf schmeißen, ist alles dasselbe. So denkst du heute auch, und so würdest du deinen Glauben auch sehen, dass das so ein Universalglauben ist? Das denke ich. Du bist also heute nicht mehr in der Kirche. Ich hatte letztens eine Diskussion mit einem türkischen Taxifahrer, da habe ich gesagt, pass mal auf, wenn euer Mohammed bei den Wikingern geboren wäre, unser Jesus bei den Chinesen, die wesentlichen Aussagen wären doch alles das Gleiche. Weiß man's? Ich weiß es nicht, aber ich bin fest davon überzeugt. Du bist heute nicht mehr in der Kirche. Also ich bin nach wie vor katholisch, überlege allerdings A, zu konvertieren, oder B, frage ich mich, ob ich überhaupt den Rahmen einer Religion brauche. Also zu konvertieren heißt, du überlegst, zur evangelischen Kirche zu? Nein, zu den Bahai. Bahai hört sich jetzt erstmal sehr, sehr merkwürdig an. Das ist eine persische Glaubensgemeinschaft? Richtig, gut, ja, ursprünglich, also es ist keine... Die glauben doch an Zarathustra, ne? Bitte? Die glauben an Zarathustra, ist das so? Dort im Norden, nee. Also der Religionsgründer, der aber jetzt nicht wie ein Gott gesehen wird, das ist Bahula. Ja. So, das ist jetzt nur ein Name. Ja. Und ich sag mal, die wesentliche Aussage der Bahai ist... die Welt ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Ist natürlich ein bisschen sehr Kurzfassung einer Gleichmacherei. Natürlich sind wir nicht alle gleich, aber gleichwertig sind wir durchaus.
Durchaus. Erzähl mir erstmal, wie du überhaupt, das ist ja eine Glaubensgemeinschaft, die gar nicht mehr so groß ist in Persien. Ja, 6 Millionen Mitglieder. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Durch Freunde, durch Bekannte? Über meinen Beruf. Was machst du vom Beruf? Das müsste ich jetzt allerdings sehr weit ausholen, so viel Zeit haben wir. Nee. Ich mache jetzt ganz kurz. Ich bin Buchautor. Ich gebe 2 internationale Nachschlagewerke heraus, Adressverzeichnisse. Eins ist 100% Tourismus und das andere geht so in Richtung Entwicklungszusammenarbeit, internationale Kooperation und Ähnliches. Ach, verstehe. Und da stößt man natürlich auch solche Dinge. Auf die Barei, weil ein Bereich dieses, das heißt Verzeichnis der deutsch-internationalen Beziehungen, ein Bereich von 30 verschiedenen ist eben auch der Religion. Mhm. So, und die Barei sind jetzt einerseits im Bereich Menschenrechte tätig. Lass mich mal ganz grundsätzliche Fragen. Bahai, wenn du überlegst, zu dieser Religion überzutreten, gibt es bei dem Bahai einen zentralen Gott? Genau wie bei allen anderen auch. Also bei den Bahai. Ja, es gibt auch Religionen, wo es keinen zentralen. Also es gibt einen Gott. Gibt es eine Jenseitsvorstellung bei dem Bahai? Ja. Wie sieht die aus? Meines Wissens ist das freigestellt, wie jeder das sieht. Jeder soll sich seine Gedanken dazu machen und keiner hat die Weisheit gefressen. Mhm. Und das, was heute richtig ist, kann morgen schon falsch sein. Mhm. Was ist das oberste Gebot der Bahai? Na, ich mag so ganz optimal, bist du noch nicht informiert. Ich habe ja eben gesagt, entweder wenn, dann sehe ich die als die einzige interreligiöse Religion, interkulturelle, internationale Religion. Die sind sehr, sehr offen. Sehr viele Mitarbeiter der Vereinten Nationen sind Bahai. Sehr viele Mitarbeiter anderer intergovernmental organizations sind Bahai. Und ich hatte mal eine Bekannte, die auch dieser Glaubensgemeinschaft angehörte. Ja. Ich weiß nicht, ob das repräsentativ ist. Ich sage es dir jetzt nur mal so, weil es mir gerade einfällt. Die war also in puncto Homosexualität alles andere als tolerant. Weißt du da was drüber? Das fände ich dann nicht gut. Da ist mit Sicherheit so etliches, was ich auch nicht gut fände. Wie ich es in jeder anderen Religion bestimmt auch irgendwie was her hätte. Darum, wie gesagt, ich hatte ja gesagt, A, das oder B, frage ich mich, brauche ich überhaupt einen Rahmen einer Religion? Ja, das wollte ich gerade auch fragen. Das ist wirklich die grundsätzliche Frage, wenn man sich aus einer Kirche zurückzieht, wie du jetzt im Fall der katholischen Kirche, und du ja schon einen in gewisser Weise einen Grundglauben hast, so kann man das ja sagen. Ja. Braucht man den Rahmen einer Gemeinschaft, einer Kirche dazu? Oder kann man sagen, das lebe ich so für mich und hole mir wirklich so meine Dinge auch aus den anderen Kulturen und anderen Religionen zusammen? Genau. So, und vor dieser Frage stehe ich. Mhm. Das heißt jetzt nicht, ich habe beschlossen, ich werde Bahai. Mhm. Für mich sind die Bahai die am weitesten spirituell entwickelt sind. Mhm. Wobei ich jetzt kein Bahai-Spezialist bin, das habe ich jetzt auch nicht behauptet. Mhm. Warst du denn in deinem Leben auch schon mal in Phasen, du bist jetzt 42 Jahre alt, wo du kurz davor warst, sämtlichen Glauben zu verlieren? Nein. Das nicht? Also ich habe jetzt nicht deine komplette Sendung verfolgt, aber ich war natürlich geschockt über die Dame, die da zuerst angerufen hat. Die war ja fix und fertig und brauchte dringend Hilfe. Kann ich aus ihrem Blickwinkel nachvollziehen, aber ich denke, so wie sie denkt, ist das nicht die Lösung. Aber eine Lösung auf Ihre Fragen habe ich auch nicht. Oder eine Antwort für mehr. Das heißt, also auch aus dieser Religion, mit der du etwas sympathisierst, könnte man da keine Erklärung parat legen, warum das Leid auf der Welt ist. Also das wäre sehr arrogant, würde ich sagen, das wäre der Fall. Ich gehe davon aus, dass es einige Leute dort durchaus gibt, die mit Sicherheit darauf eine Antwort haben. Bei einigen wird man wahrscheinlich nur die Augen verdrehen und andere sagen, ja, da habe ich noch gar nicht mal gedacht, aber so gibt es einen Sinn. Ich bin fest davon überzeugt, dass alles im Leben einen Sinn hat, sich alles irgendwo fügt und auch die schlimmsten Ereignisse, wo ich allerdings auch keine Erklärung dafür habe. Ich kann es nur so sagen, wenn, bleiben wir mal bei der ersten, ich glaube Monika hieß sie, ne? Ich habe mir so gedacht, die Monika sieht jetzt nur, dass das Glas immer halb leer ist. Würde sie aber auch sehen, welche Leute ihr beistehen oder beigestanden haben in ihrer schweren Zeit. Die Leute hätten ihr nicht beistehen können, wenn ihr nicht das passiert wäre, was ihr passiert ist. Insofern hat sie diesen Leuten sogar durch ihr Schicksal geholfen.
Lieber Burkhard. Kann man jetzt sagen, dass das ein bisschen naiv ist, aber ich lasse es mal so im Raum stehen. Wir werden vielleicht nochmal eine Spezialsendung zum Thema Bahai machen. Dann werden wir ein bisschen schlauer. Ja. Aber es war auch interessant, mit dir gesprochen zu haben. Ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir eine richtige Entscheidung, wohin die Entscheidung da immer gehen mag. Das wird so sein. Alles Gute. Dir auch alles Gute. Danke sehr. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute. Unser Thema Glauben in der Sendung. In der Technik heute Nacht war Gundel Blendin. Morgen sind wir wieder ganz frei und offen für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir sprechen wollt. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, da sind die Leitungen geschaltet. Um 1 sind wir hier im Radio bei 1 Live, im WDR Fernsehen und bei 1 Festival. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.